Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transport Fever 2. Und passend zum Start der Folge fährt ihr die 218 mit diesen beiden Wagen hier ein. Das ist ja dieses Dreiergespann, wo gleich die ganzen Container drauf geladen werden. Und den haben wir noch hinten dran gehangen, damit wir so halbwegs an die 400 Einheiten pro Jahr kommen. Ja, sind bei 384. Mit dem zweiten dahinter hatten wir ja gesehen, das hat dann nicht mehr ganz so viel gebracht. Oder heißt, es hat natürlich noch viel gebracht, aber da waren wir dann drüber. Das hieß, wir hätten hier unten dann Standzeiten. Das ist natürlich auch jetzt die Frage, kann man natürlich auch mitmachen. Aber ich würde dann, glaube ich, lieber ganz normal immer ankommen, vorladen, direkt wieder weg. Und dann hier oben das Ganze abliefern. Okay, irgendwie scheint es hier aber nicht gefruchtet zu haben, was wir hier getan haben. Wir haben hier bei Schwandorf 193, die im Jahr angefragt werden und können mit dieser Linie 160 nur transportieren. Woran liegt es? Was ist denn da los? Wir haben vier Fahrzeuge drauf. Hier hinten, es kommt eins. Eins fährt noch hier in der Stadt. Das andere ist wahrscheinlich hier auch irgendwo gerade auf dem Weg. Hier unten ist es. Okay. Okay, er sieht auch hier nicht sonderlich schnell aus. Beschleunigst du? Nee, was war es zum... Okay, vielleicht ist das nicht die beste Wahl gewesen, mit diesem LKW in die Stadt zu fahren. Also in die Stadt zu fahren vielleicht, aber vielleicht nicht. Dass wir die hier am Berg einsetzen. Lass uns gerade mal schauen. Wir haben diesen Urban E-Truck gewählt. Kann maximal 70 fahren, hat 200 kW. Ja, sind die natürlich besser. Okay, schauen wir das Ganze nochmal mit Kapazität. Ja, aber die hohen Kapazitäten bitte nach oben. Und tauschen die LKW einfach nochmal aus. Ja, die sind dann noch schlechter. Die würden hier... Dann wiegen die noch mehr, wenn ich das richtig jetzt auf dem Schirm habe. Ja, 10 Tonnen bei 200 kW. Ja, was mit solchen hier reinfahren? Ich weiß nicht. Aber wisst ihr was, wir lassen es einfach so mit den Fahrzeugen hier. Dann fahren die halt hier so ein bisschen langsamer hoch. Ist ja auch nicht so tragisch. Und es gibt einfach nochmal ein weiteres Fahrzeug da hinzu. Da sind wir bei 200. Und 193 wollten sie eben haben. Ne? 182 sind jetzt. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall jetzt hier unten soweit alles weg. Da müssen wir uns dann erstmal keine Gedanken zu machen. Wer ist denn hier noch Abnehmer? Rheinböllen und Bremerhaven. Bremerhaven, die haben wir hier hinten falsche Richtung gedreht. Unten. Die bekommen ja hier von der eigenen Lebensmittelfabrik ja schon ihre Waren. Ja, 199 Einheiten möchten die haben. Und ich glaube, das läuft ja auch ganz gut. Ja, 200 können wir transportieren, also eigentlich relativ perfekt. Hier auch die Anlieferung. Läuft ganz gut. Können da vielleicht noch ein bisschen umbauen, wenn wir den hier cutten, also hier halb quasi durchschneiden und dann diese Zufahrt nicht ganz so eng hier machen, dass wir hier so viel abbremsen müssen. Aber ich glaube, das geht schon. Jetzt haben wir hier 400, können wir maximal im Jahr transportieren und so ein Bauernhof haben wir hier hinten. Das ist ja Erzbergwerk. Spuckt die 400 aus. Oh, sieht doch ziemlich gut aus, was wir hier haben. Uns einmal jetzt so rumdrehen. Ja, jetzt kommt hier direkt wieder welche hin. Hier kommt schon der nächste Kollege angefahren. Und der wird dann gleich, also hoffentlich,
relativ schnell beladen sein. Ja, fehlen jetzt noch ein paar. Aber die kurzen Standzeiten, die sind vollkommen okay. Die können wir in Kauf nehmen. In Kauf nehmen. Auch wenn wir ein bisschen was zurückzahlen hier. Ja. Es bleibt bis immer noch die Frage, was unser Zug hier macht. Aber das heißt, eigentlich müssen wir nicht gucken, was der Zug hier macht. Er macht Minus, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Er nimmt auf jeden Fall aber jetzt mal wieder ein bisschen Stahl mit, damit wir den hier oben eben hinbekommen. Und hier hinten, ja, ist mit dem Rohöl, das, ja, da haben wir zu viel liegen. Das hatten wir uns ja schon angeschaut. Jetzt kriegen wir hier gleich wieder gut was weg. War das jetzt in Summe, waren das dann 180 Einheiten. Ja, gut was weg ist auch was anderes. Was hatten wir jetzt hier für einen Takt? Machen wir es rund 9 Minuten. Und hier haben wir ja 438 können wir transportieren. Sind ja schon bei 600 in der Produktion. Versendet werden 400. Genau, produziert 600, versendet 400, 800. Ja, es ist ein bisschen warm hier gerade im Aufnahmezimmer. Man merkt es vielleicht. Aber das werde ich schon durchstehen. Ich hoffe, dass wir hier auch alles weit unterkriegen. Nur natürlich läuft die Station über. Weil wir vorher wahrscheinlich nicht alles wegbekommen haben. Und eigentlich 160 Einheiten. Wie viel hat er überhaupt mitgebracht? 90 Einheiten. Ja, guck mal, da liegen ja mehr als 90. Dann haben wir nicht alles geschafft. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wir müssen hier mal schauen. Ja, 85. Wir verwalten mal das Fahrzeug und klonen das hier, ja. Dann kommt der gleich hier unten raus. Hier ist unser Straßenfahrzeugdepot. Wo fährst du hin? Zur Güterverladung. Sehr gut. Dann kriegen wir hier hoffentlich das Ganze etwas besser weg. 170. Ja, müssen wir mal schauen, ob das jetzt reicht. Oder ob das vielleicht sogar so viel ist. Können wir die hier auch mal verringern. Wir können nämlich 40 transportieren. Da müssen wir mal schauen. 600 liegen da jetzt noch. Wie viel kostet denn dieser Zug? Neuwert hat der 30 Millionen. Also ja, wir könnten die 30 Millionen aufnehmen. Sind wir wieder bei minus 84 Millionen. Dann hätten wir hier so einen zweiten Zug drauf laufen. Macht ja maximal mal Spitze 120. Können natürlich das hier auch mal elektrifizieren und dann eine etwas schnellere Lok draufsetzen, aber ich glaube, die Wagen machen auch nicht mehr. Lass uns das Ganze doch mal anschauen, was wir hier denn für Wagen haben. Wir haben einmal hier Stahl. Was sind die? Ja, die machen 120. Hier mal nach Höchstgeschwindigkeit gucken. Ich glaube 160 ist das Maximum. Ja gut, gibt es die hier, wo wir Stahl drauf transportieren könnten, aber 114 Einheiten Stahl. Da müssen wir auch mal ein bisschen besparen, da hinten. Genau, dann gibt es hier noch die mit 20 Einheiten. Ladegeschwindigkeit ist deutlich besser. Wiegen ein bisschen weniger. Nehmen auch ein bisschen weniger mit, aber sind schneller. Dann könnten wir die hier auch dranhängen. Und für Öl, guck mal an, Öltreibstoff kriegen wir hier auch drauf. Wir haben hier drei Abteile. Geht das auch auf den großen dann? Müssen wir gerade wieder runter. Ja, haben natürlich auch solche Wagen. Die gehen auch. Ja, hier könnten dann wieder alle einsetzen. Ja, das finde ich merkwürdig. Die Dreierwagen, die können etwas mehr mitnehmen als hier die Vierer- oder Fünfer-Kombination. Ob das so gewollt ist, ich weiß es nicht.
Also ist es auch kein großer Akt, in der Konfiguration das zu ändern. Aber lasse ich jetzt erstmal sein. Ja, die Frage ist nämlich, ob wir das wirklich machen, den hier einmal umbauen. Das Ganze zumindest erstmal elektrifizieren, dass das Ganze etwas schneller wird. Und ich glaube, das machen wir auch. Ja, da brauchen wir nur erstmal wieder ein bisschen Geld für. Warum haben wir jetzt wieder so viel Minus? Was läuft denn am besten? Am besten läuft der Werkzeug-Baumaterialzug, gefolgt von unserem Stahlzug hier nach Schillingshürst. Oh, da kommt lange nichts. Hier Getreide macht knapp 800.000. Und wie schaut es aus mit dem Minus? Ja. Ja, dass die Baumaterialien hier immer noch Minus machen. Irgendwas passt da nicht. Aber ich sehe es aktuell nicht, was da gerade nicht passt. Muss ich leider gestehen. Genauso wie dieses hier. Wir bringen ja das Rohöl dahin. Also. Oder die Fahrzeuge sind zu schnell für diese Strecke. Dass die einfach zu kurz ist und die gar nicht auf ihre Geschwindigkeit kommen und das gar nicht ausspielen können. Aber okay. Ja, sind noch mit beiden hier dran. Das ist sehr gut. Bauen wir das hier erstmal aus mit Oberleitung. Und hier das Ganze denn auch. Da oben im Bahnhof haben wir schon. So, wo ist unser Zug? Fährt gerade los. Dann würde ich den erstmal fahren lassen, bevor wir den umbauen. Dann pinnen wir uns den hier oben einfach mal fest und kümmern uns dann nach. Das heißt, wir können jetzt schon mal schauen, was wir denn ganz gerne hätten. Ne? Hier gehen wir uns, klemmen uns mal hier ran an den einen Zug. Und können dann mal schauen, was wir hier ändern möchten. Obwohl, die möchten wir ja komplett ersetzen, also können wir es auch so machen. Machen wir das halt beliebig, weil wir möchten ganz gerne eine elektrisch betriebene Lok haben. 160. Also die drei kommen in Frage. Bei Diesel hätten wir hier auch 160. Ja, 2204 Kilonewton. Da sind die hier unten eine ganz andere Liga. Okay, die ist hier nicht so. Hat die eben echt? Ah ne, 2042. Okay. Aber die würden ja auch schon gehen und 160 zulassen. Was haben wir hier für eine? Ja, das wäre natürlich hier der Traum. Die Euro-Dual. Ordentlich Leistung, ordentlich Zugkraft. Wobei ich vermute, die hier könnte fast reichen. Wir können dann kompromiss machen mit der 185 hier. Europa-Lok bekannt, okay. Gucken wir mal, wie viel das Ganze denn kosten wird. Werden wir uns jetzt erstmal unseren in Anführungsstrichen Traumzug zusammenstellen hier für Abfall. Ach ja, genau, die eine Mod, die ich installiert habe. Ja, stimmt ja. Einmal Öl. Dann würde. Ja, eigentlich würde es ja generell sowas hier anbieten. Diese Wagen hier. Wenn wir 180er Länge haben, dann hätten wir 50 Millionen würde das ganze Fahrzeug kosten. Wir müssen also 34 Millionen aufbringen. Ja, oder bis er da ist, sagen wir mal 36 Millionen. Um denn das Fahrzeug wirklich so zu ersetzen. Wäre aber glaube ich gar nicht verkehrt.
Wir hatten 342 Kapazität. Jetzt 228. Na, ich würde es mal so machen mit einem Zug. 342. Hier können wir nämlich beides transportieren. Auch auf dem Rückweg können wir dann dementsprechend das Öl mitnehmen. Und den Stahl oder auf den Hinweg, wie man es mal betrachten möchte. Und auf den anderen Weg nehmen wir komplett dann nur Rohöl mit. Ja, da, das machen wir dann gleich. Sobald wir hier einmal entladen haben, kann man Fenster ein bisschen wegschieben. Sieht man auf den Zug. Wenn wir aus den Bäumen rausdrehen, wäre das noch schöner. Ja, das lassen wir so. Und dann können wir gleich einmal das Spiel anhalten, wenn wir hier entladen haben. Und dann das, ja, Risiko wagen, dass wir hier diesen Zug umstellen auf Elektrobetrieb. Wir sind dann schneller, müssten mehr Einnahmen haben und können mehr transportieren. Wird hoffentlich funktionieren. Und jetzt einmal anhalten. Wir möchten dieses Fahrzeug ganz gerne so austauschen, richtig? Ja. Brauchen also 35 Millionen im Plus. Wir nehmen einfach mal so ein bisschen auf. Dauert es ein klein wenig. Aber gleich haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass sich der Zug irgendwie rechnen wird. So. Hier oben, Fahrzeug verwalten. Genau. Und wir tauschen. Dann können wir nochmal einmal zurückzahlen. Sind wieder bei 84,5 Millionen. Ah, tja. Und direkt voll. Das ging ja mal relativ schnell. Und dann, ja, lasst uns doch einfach mal hier mitfahren. Mal zu schauen. Ah, wie sieht es hier drin aus? Ja, das ist jetzt nicht ganz so ergiebig und leicht dunkel. Ja, den fahren wir hier oben mit auf dem Dach einfach. Ist, glaube ich, auch ganz schön hier oben. Und genießen dann einmal diese Fahrt mit, ja, bisher unserem schnellsten Zug dann, ne? Mit 160, wenn wir die dann auch wirklich erreichen. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir jetzt noch bei gut sind, ob es mittelmäßig ist. Gerade wenn wir voll beladen sind. Diese Container-Waggons, die sind an sich ja relativ leicht, wenn die leer sind. Aber die können natürlich einiges an Waren aufnehmen. Und dann werden die natürlich schön schwer. Ja, ich bin einfach mal gespannt, ob wir die 160 erreichen. Notfalls doch umstellen auf die Eurodual oder das Ganze hier mit einer Doppeltraktion lösen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, mit der anderen Lok wären wir da günstiger unterwegs. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die 120 erreicht, das was wir vorher maximal erreichen konnten, und haben es jetzt auch. Haben wir da irgendeinen Waggon reingenommen, der nicht 120 kann? Hat doch das nach Höchstgeschwindigkeit sortieren lassen. Wir gucken gleich nochmal. Sonst bringt uns das Ganze hier nämlich nichts. Haben wir hier irgendeinen? Moment, ich muss mal hier kurz schauen. Haben wir hier irgendeinen Waggon dran, der. Ja, es sind doch alles nur die Container. Ach, ja, natürlich. Wenn man jetzt hier mal nach vorne guckt und ein bisschen nach unten, dann sieht man, wir haben ja nur die 120er Gleise. Das kann ja so auch nicht funktionieren. Bauen wir die gleich mal um, wenn wir angekommen sind. Denn ich vermute mal, dass wir jetzt kein Geld dazu haben werden. Da wir wieder so ein bisschen ins Minus gerutscht sind. Natürlich sollte man auch die Strecke dementsprechend ausbauen. Das war ja vorher nur für die 120er Zug konzipiert gewesen. Das Ganze, dann haben auch die alten Gleise gereicht. Mit den Holzschwellen. Jetzt müssen wir das Ganze aber einmal
modernisieren, dass dieser Zug hier auch ausfahren kann. Ansonsten fahren wir die ganze Strecke hier mit 120. Ja, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, ganz so weit haben wir es nicht mehr. Von diesem Bahnübergang aus. Genau, hier sehen wir ja schon beides. Vorhin das Kohlebergwerk, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da hinten sieht man das Erzbergwerk. Hier auf unsere LKW-Station, die warten natürlich jetzt darauf, dass wir reichlich Öl bringen. Wir haben natürlich jetzt zu viel Öl dabei, um ja, das noch zu gewährleisten, dass alles abgeholt werden kann. Das heißt, wir müssen die LKW-Station auch so ein bisschen aufbohren, also ein bisschen mehr Kapazitäten, Lagerplatz ein bisschen mehr liefern und natürlich auch ein paar mehr LKW draufsetzen, weil wir jetzt hier deutlich mehr Rohöl bekommen werden. So, wir gehen jetzt schon mal raus und gucken dann gleich mal, was wir jetzt hier an Einnahmen haben. 8,7 Millionen. Und wir bauen es gerade einmal um, obwohl wir können es ja laufen lassen. Lässt er nicht so entscheiden. Im Bahnhof können wir durchaus das alte Gleis liegen lassen. Da müssen wir nicht mit 160 noch reinfahren. Ich habe sowieso die Mod aktiviert mit dem ja, realistischen Bremsweg. Und hier oben können wir uns das Ganze auch sparen. Hätten wir vielleicht auch hier schon sparen können, aber wir hatten das Geld, also nutzen wir es einmal. Rat schnell zu zahlen, dass wir wieder schnell von unseren Schulden runterkommen. Ah, genau, es hat sich der Zug hier einmal zusammengefaltet. Und hier haben wir natürlich jetzt viel zu viel liegen. Wir können 241 im Jahr wegschaffen. Ja, hier müssen wir gleich mal schauen. Er wartet jetzt gerade noch. Es ist die Frage, ob wir warten möchten auf voll oder ob wir das ein bisschen anpassen. Ja, ich würde das hier mal doch anpassen. Linie verwalten ist aber nicht Fahrzeug verwalten. Und zwar hier bei den Bodenschätzen. Ja, Vollladen einer Fracht. Und maximal warten wir hier aber dann 5 Minuten. Da müssen wir uns jetzt hier noch was überlegen. Ich muss mal schauen, ob es hier auch noch andere Gebäude gibt. Oder im Notfall. Ja, müssen wir das Ganze hier ein bisschen größer bauen. Denn es gibt ja hier nur die beiden Gütergebäude. Ja, beim Passagier gibt es ja auch nur die beiden. 25 und 75. Und in Summe können wir 210 aufnehmen. Bräuchten aber, was hatten wir eben gehabt? 300 und ein bisschen, ne? Jetzt haben wir dann da 342. Ja. Da sind wir hier doch ein bisschen weit von entfernt. Aber die LKW, die können wir auf jeden Fall hier erstmal. Oh, 240 im Jahr. Wir machen 13. Machen die einen Gewinn? Macht die einen Gewinn? Ja, die macht Gewinn. Könnte ich jetzt auch einen oder anderen LKW hier mal ein bisschen aufstocken. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass wir die einfach ersetzen. Wenn wir jetzt hier leer zurückkommen, ihn hier zum Beispiel. Da sehen wir, was kann der denn? 60 fährt der maximal, hat eine Kapazität von 13. Und wenn wir jetzt hier mal schauen auf Rohöl und Öl ist meistens mal dasselbe. Haben wir hier doch 40, ja, diese nutzen wir drüben schon. Ich möchte auch nicht überall die gleichen einsetzen. Da könnten wir 100. Der Strecke, also wäre der gar nicht so verkehrt. Mal den jetzt nehmen.
Okay, der macht ein bisschen weniger, hat aber höhere Leistung, wiegt auch mehr. Was haben wir hier? Oh, machen wir kurz mal Pause. Wir möchten den ja einmal ersetzen. Fährt nur 80, nimmt 29 mit. Hat deutlich weniger Leistung. Ja, hier wird es ja immer weniger. Ich würde den hier einmal nehmen. So, wir haben das Geld, können wir ein bisschen was zurückzahlen. Den hier hinten dann auch einmal ersetzen. Durch den hier. Ja. Natürlich, wenn man vorher das Geld alles raushaut, dann kann man den nicht mehr ersetzen. Durch den und ersetzen. Kriegen wir hier nicht ein bisschen mehr weg. Oh, habe jetzt den anderen gewählt. Ja. Ja, ist ja auch egal. Können auch ein bisschen Mischbetrieb hier drauf fahren lassen. Oder wie man das auch immer nennen möchte. So, wie sind wir denn hier gerade aufgestellt? Hier müssten wir bald losfahren. Hoffentlich zumindest. Wie schaut es hier hinten aus? Ja. Ah, der müsste, glaube ich, auf dem Weg gerade, so wie es zumindest aussieht, hier auch Richtung Weiterstadt sein. Ja, genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir fahren nochmal mit dem Zug hier mit, wenn der sich gleich in Bewegung setzt und er setzt sich in Bewegung. Genau, Geld zurück sein können wir aktuell noch nicht. Dann gehen wir hier mal hin, wieder ein bisschen nach oben. Das sah nicht ganz so schön aus im Führerstand. Vor allem nicht bei diesen dunklen Scheiben. Das sind alles so ein bisschen grobkörnig. Das lassen wir dann mal. Und dann genießen wir jetzt zum Abschluss der Folge noch einmal die Fahrt. Und diesmal dann auch wirklich mit 160. Und ja, wenn ich es dann nicht vergesse, dann schauen wir auch gleich nochmal, wie dann die Leistungsbewertung dieses Zuges hier ist. Schöne Strecke geworden bisher. Also klar, es ist bisher nur eingleisig und wird aber mittelfristig zweigleisig werden, weil wir einfach, wenn es dann erstmal angelaufen ist, da hinten auch mit den Waren, müssen wir auf jeden Fall den Stahl- und Kunststofftransport auf den, in die eine Richtung und die andere Richtung dann den Warentransport müssen wir halt trennen vom Öltransport, den wir ja haben. Weil dann ist das mit einem Zug, glaube ich, nicht mehr ganz so schön machbar. Ich weiß auch gerade nicht, ob diese Waggons hier, ob die alles transportieren könnten, was wir hier auf dieser Strecke bräuchten. Also wir müssen noch Kunststoff mitnehmen und in der anderen Richtung dann noch Waren. Klar, kann man natürlich auch mit zig Zügen dann machen, aber ich würde das halt einfach trennen. Das ist halt etwas einfacher, weil Öl bekommen wir sowieso. Die Waren müssen dementsprechend produziert werden und dann kann man da vielleicht ein bisschen länger auch warten. Aber das wird sich zeigen. Vielleicht werden wir dann auch dann, wenn wir das Ganze überhaupt umsetzen, auch es genau anders machen und es doch nur bei dieser einen Linie belassen, dann mit mehreren Zügen, so dass dann quasi immer nach Bedarf vom Bahnhof die ganzen Sachen abgeholt werden. Aber das sehen wir dann. Erstmal müssen wir zusehen, dass wir den Kunststoff überhaupt Richtung Warenfabrik transportieren können. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wir müssen noch in Neubrandenburg die Brücke rüberschlagen, zwischen Neubrandenburg und Alsfeld. Und ja, da müssen wir mal schauen, ob wir den Kunststoff wirklich bis zum Ende transportieren und ob wir den auf halber Strecke quasi liegen lassen. Sagen hier, bitteschön, und dann soll der Zug den mitnehmen. Das können wir dann alles nochmal sehen.
Ja, gehen wir schon mal kurz raus, um zu schauen, was uns das jetzt hier zumindest einbringt. Und um einmal noch zu gucken, was haben wir für eine Leistungsbewertung. Wir haben mittelmäßig nur. Oha. Okay. Da müssen wir mal schauen, was hier bei dieser Einfachtraktion bleibt oder von der Doppeltraktion daraus machen oder ob wir auf die Eurodual umsteigen. Das werden wir aber in den nächsten Folgen dann sehen. Ich zeige gerade noch einmal zurück zum Abschluss der Folge. Bedanke mich dann wieder fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr denn beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.